Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Wir sind heute hier zurück in der Nähe von Weißlauf. Aber wir wollen jetzt nicht irgendwie zur Drachenfeste, sondern wir wollen hier nach Corvanjund, weil hier angeblich die Zackenkrone ist. Zumindest laut Gulmar. Seid gegrüßt, Elfried. Galmar. Seid gegrüßt, Galmar. Wusste ich es doch, dass ihr beitreten würdet. Tolle Neuigkeiten. Wir werden Himmelsrand zusammen zurückerobern, nicht wahr? Ich bin froh, dass ich euch da drinnen an meiner Seite haben werde. Dieser Ort lässt mir das Blut gefrieren, das gebe ich gerne zu. Ich find's super, dass Ralof auch mal wieder da ist. Ich meine, im Normalfall, also ich hab den noch nie nach Flusslauf? Fuck, wie heißt die, das Dorf halt? Flusslauf, glaube ich, heißt's eh. Oder Flusswald, keine Ahnung. Auf jeden Fall, nach der Stadt habe ich den nie wieder gesehen, also ich bin jetzt gerade relativ baff, aber okay, wovon redet ihr überhaupt? Diese alten Ruinen. Vater hat mir immer gesagt, ich solle mich von ihnen fernhalten. Ein guter Rat, würde ich sagen. Aber vergessen wir das. Wir haben einen Auftrag zu erledigen und nichts wird sich uns in den Weg stellen. Wie sieht es aus? So kalt wie das Innere eines Eisgeistes. Außerdem haben Kaiserliche ihr Lager vor dem Eingang aufgeschlagen, aber die hocken um ihre Lagerfeuer rum und haben es schön warm. Kaiserliche? Also schön, wenn sie es sich schon gemütlich machen, warum schicken wir sie dann nicht gleich ins Jenseits? Was hat die Armee hier zu suchen? Verdammte kaiserliche Spione! Immerhin dürfte das lustig werden. Sie scheinen uns noch nicht bemerkt zu haben. Seid ihr bereit, das Blut der Kaiserlichen im Namen von Himmelsrand zu vergießen? Also mir ist ziemlich wurscht, in wessen Namen, aber ich bin bereit. Das höre ich gerne. Nice. Bringe die Zackenkrone in deinen Besitz. Alles klar, jetzt Hör gibt's Gemetzel. Diese Kaiserlichen sind nicht zufällig. Sekunde. Ja, sie sind nicht zufällig. Hier, ich möchte nur kurz schauen, dass der richtige Schrei ausgerüstet ist, was er natürlich nicht ist. Ihre Spione müssen erfahren haben, dass wir von der Krone wussten. Sie wollen verhindern, dass wir sie uns holen, aber das wird ihnen nicht gelingen. Ich weiß, dass einige von euch in der Armee gekämpft haben und womöglich Männer auf der anderen Seite kennen werden. Seid euch darüber im Klaren. Sie sind nun der Feind und werden nicht zögern, euch zu töten. Verliert nicht den Kopf und haltet euren Schildbrüdern den Rücken frei. Ulfric Sturmmantel verlässt sich darauf, dass wir ihm diese Krone bringen, und genau das werden wir auch tun. Folgt mir, schnell und lautlos. Ich will, dass sie tot auf dem Boden liegen, bevor sie überhaupt merken, dass wir hier sind. Okay. Oh, das ist ja gar nicht mal klein hier. Ich mache mich aus dem Staub. Okay, so ganz sneaky war das jetzt nicht, aber okay. Ja. Nice. Halt! Gnade! So. Wunderbar. Waren das alle? Ich glaube. Moment, nein, hier. Der hat Gold dabei, sehr gut. Ich sollte übrigens mal wieder Heiltränke kaufen, fällt mir gerade ein. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Die haben alle keine Armbrustbolzen dabei. Das ist irgendwie blöd. Aber okay. Sekunde, ich schaue mir hier noch die Typen an. Vielleicht hat hier doch irgendwer was Sinnvolles dabei. Außer Gold. Mal Nordmed, das ist auch nicht so sinnvoll. Schade. Oh, ich könnte hier aufschließen. Müssen wir da überhaupt lang? Wo sind die anderen? Sind die hier irgendwo nach oben gelaufen? Oh, hier. Oh, das heißt, da unten ist optional. Nice. Dann machen wir hier mal kurz auf. Ich hoffe, also. Machen wir hier mal kurz auf, ist so eine Sache. Das könnte ein bisschen dauern. Und vielleicht einige Dietriche verbrauchen. Okay. Vielleicht werden wir hier auch nicht aufmachen. Ah, hier. Ah, damit. Okay.
Nein. Fuck. Okay, muss mir jetzt so ein bisschen orientieren. Nein, okay. Ich habe einen Orientierungspunkt. Ah! Okay. Sekunde. So. Yes! Orientierungspunkte am Schloss haben ist sehr wichtig. Ich hoffe, hier gibt es jetzt was richtig Geiles. Geld? Noch mehr Geld? Wie viel? Na ja, es geht. Schild der Frostunterdrückung. Also das Schild möchte ich eigentlich nicht haben, aber ich hätte sehr gerne das. Oh, das nehme ich auch noch. Das auch. Das wiegt ja nichts. Das hier ist auch sehr wertvoll. Komm, das nicht. Aber ich wollte gar nicht das Schild haben. Ich wollte die Verzauberung haben, weil ich bin mir relativ sicher. Serana! Ja, naja, Serana und ihre komischen Allüren da immer. Das ist ja schlimmer als die ärgste Diva mit ihren komischen Ständerallüren. Nein, nein, das habe ich jetzt nicht so gemeint. Nein, nein. So hab ich's gern. Kurz und blutig. Sie wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Begeht nicht den Fehler, die Armee zu unterschätzen. Viele von ihnen sind Nord, genau wie wir. Diesmal hatten wir das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Von nun an werden wir es nicht mehr so leicht haben. Genug geredet. Lass uns ein paar Kaiserliche niedermetzeln. Alles klar. Rein mit uns. Sehr gut. Jetzt wir. Der Corvanjund-Tempel. Sehr schön. Also ich bin jetzt wirklich gespannt, wie lang das ist, weil ich, wie gesagt, ich denke, ich war noch nie in Corvanjund. Ich habe zwar schon ein, zwei Sachen darüber am Wiki gelesen. Also vielleicht gibt es ja auch einen Drachenpriester oder so. Wobei, die Bürgerkriegsquests sind ja eigentlich relativ früh. Von daher... Wählt einen Mann. Also relativ früh kann man sie machen. Von daher glaube ich kaum, dass dann Drachenpriester sein wird. Wir greifen auf mein Zeichen hin an. Okay, ich bin jetzt aber nicht wirklich so der Dieb. Bringen wir den mal, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Für Himmelsrand! Okay. Moment. Na jetzt. Moment. Ach, egal. Moment, warum rennt der mit uns mit? Ich bin ein bisschen überfragt. So. Okay. Ich möchte nämlich keinen meiner Verbündeten schlagen, wenn es irgendwie geht. Ich denke nur, das könnte sich an mancher Stelle schwierig gestalten, wenn es hier 100 von uns gibt. So. Wunderbar. Ist hier noch was? Ihr bleibt hier und bewacht den Eingang. Wir wollen ja nicht, dass uns die Nachschubtruppen der Kaiserlichen überrumpeln. Nö. Der restliche Haufen kommt mit mir. Okay. Erstmal speichern nach dem kleinen Kämpfchen hier. Moment, wartet mal kurz. Ich möchte hier kurz schauen, was hier abgeht. Oh, ist von der 8. Da kommt man wahrscheinlich am Ende zurück. Okay, ich verstehe. Oh. Oh, Amulett von Dibella. Ich glaube, das ist... Nee, Amulett von Mara ist das fürs Heiraten. So. Ich kann euch nicht... Nice. Ja, ja. Also, wir werden euch alle töten, also von daher. Und... Ah, hier geht's leider auch nicht weiter. Schade. Ich möchte mich hier gerne ein bisschen umschauen. Die sind so direkt, die Typen. Also direkt im Sinne von, die rennen da einfach durch. Dabei möchte ich das mich hier schon... Das gefällt mir nicht. Der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Ich wette 10 zu 1, dass sie direkt auf der anderen Seite auf uns warten. Aber es führt kein anderer Weg hindurch. Seid ihr euch da sicher? Dann könnt ihr gerne dort hineinspazieren. Wir bleiben so lange hier und halten den Rücken frei. Oh. Nicht ganz sicher.
Sehen wir uns wohl besser noch etwas um, ja? Ihr da, Unblutiger, seht, ob ihr nicht einen anderen Durchgang findet. Wenn wir Kampfgeräusche hören, eilen wir euch natürlich sofort zur Hilfe. Letzteres glaube ich euch irgendwie nicht. Okay, einen Vielleicht anderen... gibt es im oberen Stockwerk eine Möglichkeit durchzukommen. Schnell! Okay, ja. Ich würde nur gern vorher, wie gesagt, hier die ganzen Sachen durchschauen, weil ich meine, ihr könntet reich sein, wenn ihr euch hier nur ein bisschen umschaut. Ich meine, das ist eine Nordruine. Hier gibt's schon so, also an die 1000 Gold. Mit an die 1000 Gold mehr werde ich hier am Ende schon rauslaufen. Im Gegensatz zu euch, die wahrscheinlich oder vielleicht zumindest tot hier rauslaufen oder dementsprechend halt nicht mehr rauslaufen werden. Werdet. Wurscht. Ja, es müsste hier irgendwo lang gehen, aber... Ah, hier! Ich habe nur... Siehst du, man darf nicht nur hier so schauen, man muss sich wirklich genauer umschauen. Oh. Sekunde. Das müssen die Sturmmäntel sein. Ihr müsst verhindern, dass sie die anderen warnen. Weil ich kann nicht verhindern, dass die irgendwelche anderen warnen. Ich kann die nur ausschalten. Aber ich glaube, ich kann die so gut ausschalten, dass das wurscht ist, ob die da irgendwelche anderen alarmieren. Okay. Alle down. Sehr gut. So gefällt mir das. Ich loot... Ah, schade. Kann es sein, dass wenn ich irgendwelche Typen nicht selber umbringe, dass sie dann kein Gold droppen? Oh, sogar für Magier haben sie Feuerpfützen. Ja, was ist denn das? Letzter Tanz. Ist das irgendwie was? Ah, ich glaube, ne. Das ist nicht irgendwie ein Tagebuch oder so. Ich frage mich ja immer, wo die Skelette das Gold versteckt haben. Die können sie nicht einmal in ihren Arsch gesteckt haben, weil die haben keinen Arsch mehr, in den sie es reinstecken können. Die Truhe ist auch so ein bisschen verarscht irgendwie. Mich wundert es eigentlich, dass hier noch kein einziger Draugr war. Wahrscheinlich werden wir dann am Ende, oder halt relativ bald, vielleicht sogar noch die Folge, gegen Kaiserliche und Draugr gleichzeitig kämpfen. Nur die Ruhe. Wobei denn? Die Kaiserlichen konnten uns nicht aufhalten und bei ein paar staubigen Knochenläufern... Wenn wir gegen die Kaiserlichen und gegen die Draugr kämpfen, kämpfen die Draugr natürlich auch gegen die Kaiserlichen. Das kann nicht anders sein. Glaube ich. Gehen erst, wenn wir haben, weswegen wir gekommen sind. Jetzt weiter! Ja, wie gesagt, die reden immer so viel und looten immer so wenig. Das ist irgendwie nicht sehr sinnvoll. Ich meine, man kann doch nichts gegen ein bisschen Gold haben. Also wirklich gar nichts. Wunderbar. Vor allen Dingen, irgendwie wäre mir halt aus Tränke der Gesundheit lieber als Tränke der fucking Ausdauer, aber... Starke Magika, gut, wenn die Magika stark regeneriert ist, für Heilung oder so, mit Kampf, kann ich mir das schon einreden lassen. Also, wo seid ihr? Die rennen immer so weit vor, das finde ich gar nicht nett. Oh, die sind da schon durchgegangen. Na, immerhin müssen wir nicht warten, bis die eine nach dem anderen durchgehen. Und jetzt gehen wir in die Seele von Corvanjund. Und hier wird es wahrscheinlich Drauge geben und keine Kaiserlichen. Ja, ich meine, der erste, der da liegt, ist schon gleich ein Drauge und ein toter Kaiserlicher. Also von daher bin ich mir relativ sicher, dass ich weiß, was jetzt gleich abgehen wird. Noch ein Drauge. Ha? Los, los, weiter! Ich sehe nichts. Kopf gehört mir! Das wäre... Der gibt Gold und der auch, okay. Also hat das scheinbar nichts damit zu tun, wen ich umbringe und wen nicht. Interessant. Okay. Hey, stopp, stopp. Ich gehe da lang. One, two. Ja gut.
Nee, ist Serana nicht durchkommen hier. Meint sofort ausschalten für Serana. Oh, Schmarrn. Gut, hier sind beschädigte Bücher. Ich frage mich ja, wer ob, beziehungsweise ob je. Ob. Nein! Fuck. Ja, okay. Nein. Gut, der könnte, wie gesagt, besser werden. Ach, damn it. Stahlpfeil, braucht keine Sau. Ach, damn it. Moment, hat der nicht sogar, der hat, stirbt in ein Ziel, füllt es einen Seelenstein. Stirbt ein Ziel, füllt es einen Seelenstein. Ich kann den verkaufen, aber ich, ist mir ein bisschen zu wertvoll, dass ich ihn einfach wegschmeiße. Ich möchte da nichts weghauen. Gut, hier hat alles kein... War von den Büchern. Ach, wobei, ich habe doch gar keine Bücher außer den Notizen. Damn it. Schlüssel kann man nicht wegwerfen. Was kann ich hier wegwerfen? Okay. Ich muss nur ein bisschen was wegwerfen. Nur was. Guck. Lederstreifen. Ich möchte irgendwas haben, was relativ viel wiegt. Alter. Alter. Am Arsch. Okay. Hauen wir ein paar Frostgift weg und... Haben wir von irgendwas mehr? Gibt es irgendwas, was sehr schwer ist? Schaut nicht danach aus. Damn it. Können wir, wobei, vielleicht können... Wir können uns wieder bewegen, okay. Es ist zwar knapp, aber wir können uns bewegen. Gold hat Gott sei Dank kein Gewicht, von daher... Die Halle der Geschichten. Wir kommen unserem Ziel immer näher. Oh, davon habe ich schon gehört. Es heißt, auf diesen Wänden sei die Geschichte der Altvorderen zu sehen, die diesen Ort einst errichteten. Wirklich Pech, dass wir diese Zeichen nicht lesen können. Ja, so ein Pech. Wer weiß, was für Geheimnisse wir sonst aufdecken würden? Wahrscheinlich keine. Eines nach dem anderen. Wir sind wegen der Krone hier. Stellt eines dieser Zeichen eine Krone dar? Das hat damit nichts zu tun, Alter. Weiter sind die Kaiserlichen wohl nicht gekommen. Ja, ich denke, dahinter wird es auch einige Trauge geben. Selbst wenn uns eines dieser Bilder verrät, wo wir die Krone finden, müssen wir vermutlich immer noch irgendwie durch diese Tür kommen. Seht, ob ihr etwas findet, Unblutiger. Ich werde diese Zeichen hier untersuchen. Gebt mir Bescheid, wenn ihr etwas habt. Sieht aus wie eine Art Klaue von einer Statue. Wofür sie wohl benutzt wird? Naja, ganz einfach. Für das hier. Die Frage ist, wo ist das? War das bei sonstiges? Klaue? Oder goldene Klaue? Oder? Ich habe keine Ahnung, ob das hier jetzt ist oder nee, hier nicht. Großer Seelenstein, Granatstein. Ebenerzklaue. Was ist das hier? Ich hoffe einfach mal. Denke. Also, was haben wir da? Wo kann man die normalen näher anschauen? Nicht ausrüsten, aber ich möchte ihn gerne näher anschauen, weil das ist ein Wolf, eine Fledermaus und ein Vogel? Wolf, Fledermaus, Vogel. So. Gut. Das sollte passen. Gut gemacht. Nice. Wunderbar. Alle Mann aufgepasst. Bleibt wachsam. Niemand weiß, was uns hier unten erwartet. Naja, ich weiß es, aber ihr hört halt leider nicht auf mich. Ja, das ist immer so ein Problem. Aber das ist gerade hier recht ein guter Cliffhanger. Die Zackenkrone in unseren Besitz bringen, werden wir beim nächsten Mal bei Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.